Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ulle Ulle und heute sind wir mit Naruk auf seinem Black Prince unterwegs. Das Ganze auf der Karte Min und die Teams sind eigentlich relativ ausgeglichen. Also schauen wir mal, was sie machen können. KV2R fährt auch gleich mit in die Richtung, also schon mal nicht schlecht. Löwe fährt auch mit. Type 64 und Hellcat versuchen auf alle Fälle gleich auf der Einzellinie durchzupuschen. WZ kommt auch noch mit dazu. Da wird der Leo nicht viel machen können dagegen. So, da hat der KV2 schon ein KV85 rausgeklickt. Was der Löwe da hinten macht, keine Ahnung. Da wartet wahrscheinlich auf besseres Wetter. Kommst du nicht durch? Nicht schlecht, Defender abgeprallt. Damit hatte der Defender, glaube ich, nicht gerechnet. Kostenloser Schaden. Ist der AFK? Sieht so aus.
Naja, 2000 Schaden, 3 Kills. Das mit dem Black Prince. Davon wird er wohl nichts mehr abbekommen. Nein. Trotzdem schöner Sieg. So, kommen wir nochmal zu den Postgame-Stats. Das war Panzer Ass, Wirkungsfeuer, Speer, Panzerbrecher, Duelland, Hand Gottes und die Stahlwand-Medaille. 2016 Schaden gemacht, 1503er möglich, 3 Kills. Definitiv am meisten Schaden gemacht im Team, nur am Gegnerteam. Der Defender hat noch mehr Schaden gemacht. Ja, und 26.000 plus in 6 Minuten und 40 Sekunden. Was will man mehr? 10.830 Erfahrungspunkte. Also, das ist auch mal nicht schlecht, muss man sagen. Weil mal 5 halt, also an dem Tag war. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.